Herzlich willkommen zu Splitscreen TV und zum Bericht zum ersten Tag von der Gamescom. Ich war an verschiedenen Ständen am Mittwochnachmittag, weil ich eine Wildcard bekommen konnte. Viel Spaß dabei. Die Spiele stehen alle in der Beschreibung. Also ich war gerade auf dem Battlecry-Stand. Da konnte man das Spiel anspielen, hat vorher kurz eine Präsentation bekommen. Ich musste jetzt auch nicht allzu lange warten, aber die Wartezeiten sind auch angeschrieben. Die stimmen auch, würde ich sagen. Man wurde dann auch in zwei Teams eingeteilt und das Gewinnerteam hat ein T-Shirt bekommen. Also alles in allem war das in Ordnung. Und das Spiel ist auch ganz interessant. Das ist ein Free-to-Play-Hack-and-Slay-Spiel. Ja, werde ich mir auf jeden Fall später nochmal näher anschauen. So, ich war gerade auf dem Stand von Oculus Rift. Ich stand ungefähr da, wo die Schlange auf dem Bild endet, habe ungefähr 40 Minuten gewartet. Man kann verschiedene Spiele testen, man wird allerdings eingeteilt, also man kann nicht frei wählen. Ich habe Super Hot gespielt. Das Spielprinzip hatte ich anfangs nicht ganz verstanden. Also man muss darauf achten, wenn man sich bewegt, bewegt sich auch die Zeit und ansonsten nicht. Die anderen Spiele sehen wesentlich cooler aus. Das Super Hot hat halt so eine simple Grafik. Zur neuen Oculus Rift, ja, die Auflösung ist irgendwie nicht viel besser geworden, habe ich das Gefühl. Ist immer noch ein bisschen verpixelt. Allerdings hat man so ein besseres Spielgefühl, weil halt auch die Kopfbewegung komplett aufgenommen wird. Also nicht nur links, rechts, oben, unten, sondern auch vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ja, das war's dazu. Also ich würde sagen, wer die Oculus noch nie ausprobiert hat, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mir gerade Evolve angeschaut. Ja, die Wartezeit war so 20, 25 Minuten. Ab der einen Reihe, also diese zweite Reihe, war da noch nicht da. Ja, man konnte das Spiel anspielen. Man konnte wählen, ob man entweder das Monster ist oder den Teams, diesen Huntern angehört. Ja, ich habe das Monster gespielt, war ganz okay. Ich habe halt immer so meine Probleme mit diesen Skill-Sachen einsetzen. Das muss man halt bei dem Monster machen. Hat sich aber ganz gut gespielt. Vielleicht schaue ich es mir nochmal an als Hunter. Da wäre ich auch gespannt drauf, wie das so ist. Aber auf jeden Fall ein interessantes Konzept. So, ich habe mir jetzt gerade Dead Island 2 angeschaut. Wartezeit war so eine halbe Stunde. Auf dem Bild sieht man auch, also an dem Punkt stand ich ungefähr. Man kann so, keine Ahnung, 5, 6 Minuten lang spielen. Ja, zum Spiel an sich, die Grafik sieht ganz cool aus, aber man hat gemerkt, es ist nicht so richtig optimiert gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt PlayStation 4 PlayStation 4 Konsolen waren oder nicht. Es waren auf jeden Fall PlayStation 4 Controller. An sich sah es schon gut aus, aber es hat halt manchmal geruckelt. Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es sah eher nach Left 4 Dead aus. Ja, mal schauen, wie es wird. Gerade habe ich mir Forza Horizon 2 angeschaut. Ich hatte keine Wartezeit, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie lange man warten muss. Ja, zum Spiel hat mir an sich ganz gut gefallen. Also Grafikqualität ist wie immer ziemlich cool bei Forza. Also sie haben auch dynamisches Wetter, das kann man in der Demo alles spielen quasi. Also es gibt ein Rennen, wo es dann einmal Regen gibt, wo es auch durch Felder geht, querfeldein. Und halt auf der normalen Straße. Das haben sie ganz cool gemacht. Ja, was mir nicht so gefallen hat, war irgendwie die Fahrphysik. Wenn das Auto ausbricht oder so, dann hat sich das ganz komisch verhalten. Also klar, es ist ein Arcade-Rennspiel, aber
das fand ich irgendwie unerwartet. Also da ist es, da gefällt es mir zum Beispiel bei Need for Speed oder so besser. Vielleicht kann man aber auch die Fahrhilfen ausmachen, das Ganze ein bisschen simulationsmäßiger fahren. Das habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Wäre aber zu hoffen bei Forza. Ja, dann war's das. Als vorletztes war ich heute bei Call of Duty Advanced Warfare. Das ist der schlechteste Stand, den ich je gesehen habe. Also die Wartezeit war draußen gar nicht so hoch. Ich glaube vielleicht so 10 Minuten. Ich blende euch gleich auch noch ein, wo ich gestanden habe. Und ja, dann ist das Problem, man kommt rein und dann läuft da so eine komische Show mit zwei Moderatoren und irgendwelche Teams, die gegeneinander spielen. Man versteht eigentlich gar nichts. Es gibt irgendwelche unnötigen Interviews und alle warten eigentlich nur drauf, dass gezockt werden kann. Und die Organisation ist total miserabel. Also ich habe manchmal Leute hingehen sehen zu diesem abgesperrten Bereich. Dann hat der Typ gesagt, nee, kann keiner rein. Irgendwann kam dann so ein anderer Typ, der hat dann irgendwelche Leute reingelassen, egal wie lange die jetzt gewartet gehabt haben. Einfach irgendwelche aus dem Publikum rausgepickt. Also die haben da keine feste Reihenfolge. Und das hat dann dazu geführt, dass ich da ungefähr eine Dreiviertelstunde rumgehockt bin und irgendwann bin ich halt mal mit einer Gruppe anderer vorgelaufen und bin dann auch reingelassen worden zum Zocken. Ja, die nächste Station war dann eine nächste Schlange, die aber nicht so schlimm war, wie sie aussah. Also man ist relativ schnell dann reingekommen. Man konnte dann zwei Matches spielen, nur Xbox One, also nur Controller. Also wer da PC-Spieler ist, der wird da nicht seinen Spaß haben. Ja, zum Spiel, es sieht irgendwie doch genauso scheiße aus wie die anderen Teile vorher von der Grafik her. Am Ende ist es dasselbe Spiel, nur andere Waffen. Ja. Also doch nichts, würde ich sagen. Im Multiplayer zumindest. Singleplayer kann es vielleicht was Gutes werden. Ja. Genau. Also totale Missorganisation. Insgesamt habe ich dann, keine Ahnung, 1,5 Stunden auf diesem tollen Stand verbracht. Also Tipp, wer sich es anschauen will, vielleicht wirklich reingehen, dann sich irgendwie weit vorne bei diesem Ausgang hinten hinsetzen. Und dann vielleicht immer mal wieder fragen, ob man schon rein kann, weil diese komische Präsentation, die braucht man sich sowieso nicht zu geben. Außer es ist vielleicht wirklich für irgendjemanden interessant, was da für Spieler spielen oder so, aber ich kenne mich da nicht aus. Jo, das war's dazu. Ich habe als letztes heute Drive Club angespielt. Das ist eine relativ freie Fläche, da kann man einfach so sich hinsetzen und spielen. Es gab jetzt, weil es praktisch das Ende der Messe war, keine Schlange. Das heißt, ich bin direkt auf den freien Platz gekommen. Man hat noch die Auswahl, ob man mit Lenkrad oder mit Controller spielt. Ich habe mit Controller gespielt. Das Spiel an sich scheint ganz okay zu sein. Also das Handling hat mir besser gefallen als bei Forza. Ja. Aber die Grafik ist halt nicht so gut, das hat man schon gemerkt. Also vor allem dieses Intro, das sah zum Teil echt nicht so gut aus von der Strecke. Aber ansonsten war es schon okay. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da, was ihr euch so anschaut oder angeschaut habt schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.